Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Phantom Hourglass. In der letzten Folge hatten wir, wie ihr schon bereits gesehen habt, richtig den nächsten Weg gefunden. Und zwar, wir hatten ein paar Schätze gesammelt und wir haben auch noch im letzten Part noch den Schlüssel geholt. Und zwar zum Tempel des Mutes, das jetzt anscheinend tatsächlich in Insel von Modul liegt. Diesmal sind wir jetzt im Tempel des Mutes und wir werden jetzt den dritten Dungeon teilweise machen, weil der Dungeon wird jetzt zweimal größer sein als die letzten zwei und vielleicht finden wir auch noch mehr heraus über den nächsten Lichtgeist. Was für ein Ort! Das ist also der Tempel des Mutes! Ich wette, der Lichtgeist des Mutes ist auch hier! Lass uns weitergehen, Link! Dann gehen wir mal weiter. Weil wir sehen, dass es hier gibt. Richtig viele Fallen. Und schon, das ist ja üblich in jedem Zelda. Natürlich müssen wir jedes Mal hier ausweichen. Diese drehenden Stacheln darf man nicht da anrühren. Die uns Schaden nehmen. Ja, da braucht man auch jetzt mal was Nützliches. Da ist nochmal das. Dankeschön, dass du mir weggeschoben hast. Arschloch. Ja, ich muss mich extra dann Schaden nehmen, geht nicht anders, weil sonst schiebt er es wieder weg. Gut. Da ist ein Goron-Bernstein. Den werden wir dann sowieso dann später verkaufen, damit wir mehr Rubine haben. Natürlich können wir die Schätze jetzt nur verkaufen. Und diese die Dinge kennen wir auch schon. Vom originalen Zelda. Hier geht es dann noch nicht weiter. Hier gibt es noch einen Schlüssel, brauchen wir hier. Austauschen. Und dann machen wir die erste Tür auf. Das ist Abkürzung. Da haben wir jetzt schon mal eine Abkürzung gemacht. Gut, und das müsste jetzt dann der Schlüssel sein von oben, ja. Tatsächlich. Geht es weiter. Wir werden jetzt wahrscheinlich jetzt nach unten gehen, so wie es aussieht, wie schon die Karte jetzt schon zeigt. Aber es gibt sicherlich sehr viele Schätze, die wir finden können. Oing oing! Der Zahl der Schatzmann beträgt sich noch hier, befindet sich 2. 20 Rubine, sage ich dir das. Dann werden wir das markieren. Hier ist einer und hier ist einer. Da müssen wir sicherlich ein Rätsel lösen. Wer weiß. Gut, danke für die Info. Ja, ich habe es mal notiert. Dann kannst du es jetzt mal wegtun. Und wir kriegen jetzt einen kleinen Bassraum hier. Boah, was hören wir hier? Das sieht aus wie Wollendorme. So, düstere Wollendorme. Boah. Wir müssen nur den Hinterteil einfach nur abschneiden. So ist er dann leicht besiegbar, weil der restliche Teil des Körpers ist natürlich mit dem Gegner gepanzert. Das macht uns dann schlimmere Zeiten. Dann geht's mal in den Untergeschoss, da geht's hier weiter. Oh, und dieser Dungeon hat mich auch ein bisschen leicht getriggert. Ich kann mich noch voll erinnern, als ich das hier mal gespielt habe, privat. Oh nein, nicht diese Beetle-Viecher. Das hat noch gefehlt. Ja, diese Viecher kommen wieder auch vor. Ich ahne schon, wir werden jetzt sicherlich einen Bogen hier finden. Ich bin mir sicher, weil sieht das Ganze nach aus. Okay. Dann müssen wir sicherlich jetzt einen geheimen Weg finden, weil da gibt es keine Plattformen, die uns weiter bewegen. Jetzt. Ach, gut. Und da haben wir schon wieder einen Gegner irgendwo in der Nähe. Oh nein. Nicht diese Viecher. Grüß dich. Ich hasse diese Viecher. Du hasst sie nie.
Und ja, deshalb haben wir auch den roten Orb hier nutzen müssen. Shit. Mann. Kann ein bisschen jetzt unachtsam sein, aber... Wir machen schon langsam Progress, aber ich glaube, bis wir zum Boss kommen, dauert es noch eine Weile. So. Dann haben wir das jetzt auch mal jetzt gelöst. Wir werden jetzt dauerhaft an den Untergeschoss kommen, manchmal in den Obergeschoss und manchmal wieder im Untergeschoss. Hin und her geht es jetzt auch. Wir haben ein paar Rätsel hier. Große Monster mit großen Ohren sind sehr empfindlich gegenüber lauten Krach. Ah, den kennen wir schon bereits. Vielleicht viele Leute kennen schon Zelda 1. Das wird jetzt natürlich angedeutet. Ein Schiffsteil der Muschelbrücke haben wir jetzt bekommen. Sehr gutes Dinge. Und ein Krafttropfen. Danke dafür. Und da kriegen wir jetzt noch ein neues Rätsel, wie wir da weiterkommen sollen. Den Pfad tun wir jetzt mal notieren. Und das ist natürlich im Kellergeschoss. War ziemlich leicht zu merken. Ne, es war jetzt ein bisschen zu weit oben. Zwei sollen nach unten. Drei, vier, fünf. Mal dort lang. Mal hier lang. Ein Seil soll nach oben. Dann direkt runter. Haben wir es richtig gut gekennzeichnet. Das müssen wir merken. Und wenn wir das nicht gemerkt haben, kommen wir auch nicht weiter. Simple is always. Ja, die Grünen können sich wieder zusammenstellen, wieder kleinstellen. Oben, unten, rechts, dann links. Das ist nicht nur die Reihenfolge der Schalter in der Nähe. Es ist die Reihenfolge für den ganzen Tempel, also merkt ihr das. Okay. Oben, unten, rechts, dann links. Oben, unten, rechts, links. Oben, unten, rechts, dann links. Oben, unten, rechts, links. Ja, das habe ich jetzt gemerkt. Glaube ich mal zumindest. Oh Mann. Und wieder so ein Chuchu, der jetzt sich klein machen will. Das werden wir jetzt mal verhindern. Wieder eine Abkürzung gemacht. Ja, das ist auch natürlich mit dem Schwert besiegbar, auch mit den Bomben. Aber es ist ziemlich riskant. Aber wenigstens haben wir jetzt mal ein Elixier bekommen, der uns verhindert, dass wir Game Over gehen. Ich frage natürlich, welche meint ihr natürlich? Die violette habe ich euch noch nicht erklärt. Also das violette Elixier bewahrt euch vor einem Game Over. Rote Elixier ist natürlich wie immer, dort dir normal die Herzen heilen. Die violetten Elixiere sind ziemlich nützlich, damit ihr ein Game Over dann verhindern könnt. Oben, unten. Also da ist es. Oben, unten, rechts und links. Das heißt 1, 2, 3, 4. Das ist aber ziemlich schwierig. Da müssen wir sicherlich wieder mal so einen Weg zeigen. Oh nee, jetzt nicht diese Viecher. Okay. Dafür ist es auch da. Oben.
Warten wir mal. Unten. Rechts kommt jetzt noch. Warten wir mal, bis dieser Laser dann wegdreht, weil wir kennen das schon von der Link to the Past, die uns echt am Senkel gehen. Oh. Rechts, links. Oben, unten, rechts, links. Das ist ja ganz leicht zu merken. Und ich glaube, das wird jetzt sicherlich jetzt ein weiterer Weg unter Dungeon sein. Hier drin. Ja. Ein Kristall. Und wir haben ja natürlich einen Sockel hier gesehen. Den bringen wir mal dorthin. Wird uns den nächsten Weg dann freimachen. Dann kommen wir jetzt zu diesem Raum, wo wir letztes Mal gezeichnet haben, den Weg. Aber der wird jetzt nicht so sehr einfach sein, weil es immer diese lästigen Viecher gibt, die uns echt runterstoßen. Ihr kennt das, die Beatles, die gibt es jetzt auch hier. Nicht die Bands, sondern diesmal diese Viecher. Ihr kennt schon die von Zelda. Ja, die bouncen uns weg hier. Stirb doch endlich. Nein, oh, ich wollte nicht nach oben, Mann. So, hier müsste jetzt der Weg nach unten gehen. Da gehe ich langsam voran. Ich weiß ja gar nicht, ob wir jetzt wir falsch gezeichnet haben, aber so es aussieht, geht es ja ziemlich voran. Leider zeigt die Kamera etwas eine unübersichtliche Stelle. War ja klar, dass noch einer da war. Mann, wieder. Wieder von einem Beatle besiegt. Oh Mann, ich hasse diese Beatles. Beatles sind die nervigsten Gegner im Spiel. Ohne Scheiß. So. Hier geht es weiter, dann nach oben. Jetzt gibt es hier keine Beatles mehr. Die obere hier vielleicht. Ich weiß nicht so genau, weil es habe ich ein bisschen komisch gezeichnet. Durchrennen. Ah, ja, geschafft. Und da kriegen wir jetzt mal unseren Dungeon-Item. Der Heroenbogen, den wir schon bereits kennen in Wind Waker. Berühre das den Touchscreen, um los, um abzufeuern. Halte den Touchpad weiter gedrückt. Du kannst einen größeren Bereich überblicken. Ja, da gibt es mal 20 Pfeile, aber wir können es auch vergrößern dann später. Jetzt kriegen wir eine Abkürzung. Eine Backtracking-Sache hier. Was haben wir hier? Oing oing. Die Zahl der Schatzräume, die sich noch hier befinden, beträgt 2. 20 Rubine, dann sage ich dir einfach. So, da haben wir schon mal wieder mal die nächsten Dinge hier. Also, so viel ist es jetzt eh nicht mehr zu tun, mehr in diesem Dungeon. Weil wir haben jetzt sowieso noch den Boss dann bald. So. Mal sehen, wo geht der jetzt hin? Daher können wir jetzt natürlich auch bei der Festsache unsere Pfeile auffüllen. Und das war ja auch richtig, dass wir das abspeichern müssen. Oh. Ja, der Wurm kommt, der ist ziemlich hinterhältig. Mann, ich hab doch getroffen. Ja. Na bitte.
Oing Oing, der Kristall, den du hier brauchst, ist dieselbe, wenn du woanders gebraucht hast. Hol den Kristall und füge ihn hier hin. Okay. Ja, mit dem Pfeil und Bogen können wir auch sie erledigen. Aber da zählt natürlich die hohe Präzision hier. Gut. Gehen wir mal kurz jetzt noch am Eingang. Unsere Herzen wieder auffüllen. Natürlich gibt es immer wieder hier zum Auffüllen. Den Kristall brauchen wir hier nicht mehr. Den bringen wir jetzt mal in die andere Seite, damit wir dann hier runterkommen. Also dann sind wir schon jetzt fast 50% des Dungeons durch. Vielleicht werde ich doch jetzt den Boss in der Folge noch machen. Aber mal sehen. Man weiß ja nie, wie lange es noch geht. Oh ja, dieser Raum ist auch ein bisschen lästig. Octorox. Den als Fallen. Es laggt ein bisschen beim Ingame. Ein bisschen, aber soundmäßig nicht so sehr. Und ja, wir müssen ja auch jetzt auch killen. Sorry, Octorox. Aber ich muss euch leider killen, damit ich weiterkomme. Gut. Hätten wir es auch schon erledigt. Aber jetzt geht es ziemlich geschmeidig voran. Bis jetzt noch. Oing oing, die Zahl der Schatzungen beträgt sich hier, befindet sich 3. Ganz probieren jetzt, ich plappere es aus. Ja, da gibt es 2 davon, 3 davon schon sogar. Einer befindet sich genau hier, wo der Master Key ist. Anscheinend, der letzte Raum ist dort der Master Key hier drüben. Das muss ich mal anmerken. Das ist oben. Unten. Rechts. Und links. So. Das muss ich mal merken. Damit wir es nicht mehr wissen. Damit wir es nicht vergessen. Ja, du hast jetzt schon mal markiert. Danke dafür, für deine Hilfe, dass du es ausplapperst, wo ich hingehen muss. Karte sieht man in Topscreen auch, wann die Plattform kommt und wann nicht. Natürlich haben die auch diese dreckigen Flattermäuler auch hier reingepackt. Ja, typische Zelda-Logik. Yo. Das war ein sehr guter Treffer. Gut, dann gehen wir mal jetzt zurück zu diesem Truhe. Wir wollen ja natürlich alle Truhen hier sammeln. Wir haben einen Krafttropfen wieder. Wird später in dem Verlauf dann wichtig sein. Ich werde natürlich auch in Teres Shop dann auch noch die Tropfen sammeln, aber das wird jetzt einige Zeit dauern. Weil ich möchte das Rubine grinden natürlich privat machen. Nicht, dass wir unnötig 20 Parts machen, nur für Rubine. Aua. Natürlich haben die auch noch diese Viecher reingepackt. Und deshalb sind wir auch drüber gesprungen. Mal warten und drüber springen. Nee, das war nicht richtig. Immer habe ich da Probleme gehabt, wie ich mich erinnern konnte, in meinem privaten Walkthrough. So, gefällt dir das jetzt? Und da haben wir eine rosa Koralle, die auch wie zu Sammlerstücken zu verkaufen wäre.
Wir kommen jetzt schon langsam dem Ende des Dungeons nahe. Und bis jetzt dauert es noch ein bisschen. Und ich bin ja weit an der Wand gewesen und wurde trotzdem geschockt. Betrug. Oh Mann. Mücken auch noch. Gehen mir an. Ziemlich auf dem Senkel, diese Wintermücken, ey. Hast ja auch nicht diese Mücken dann zu Hause, ne? Aber naja. Wir reden ja nicht über das Let's Play. Wir reden ja natürlich über mein privaten Eigenheim, was jetzt so abgeht bei mir. Also nur, dass ich eine Mückenplage habe und versuche sie zu bekämpfen mit allen Mitteln. Und mit allen Mitteln meine ich mit allen Mitteln. Mann, ihr verkackt. Bingo. Guten Flug in die Tiefe. So. Einmal. Bingo. So, haben wir jetzt auch schon jetzt geschafft. Jetzt kommen wir gleich langsam. Warte, vielleicht hilft der Bomben, weil letztes Mal hat es auch in originalen Seller gekostet. Aber es ist sehr viel Schwerthiebe. Ja, komm. Endlich den Schlüssel aus und wir können endlich weiter. Gut. Hätten wir ja auch schon das jetzt erledigt. Jetzt kommt noch das kleine Rätsel. Wo wir natürlich hier das brauchen. Und ja, wir können jetzt nochmal das hier reden, was wir tun müssen. Der bewegt sich natürlich nicht. Oing oing, um die schwebende Plattform zu bewegen, zeichne einen Pfad auf der Karte. Wenn dir der Pfad nicht gefällt, zeichne einfach einen neuen. Gut, dann wissen wir auch schon, was wir tun müssen. Wir müssen natürlich diese Reihenfolge machen, wie wir damals gemacht haben mit den Hebeln. Also, wir brauchen natürlich sehr viele Pfeile. Wenn möglich 20 wäre auch besser. Oben, unten. Rechts und dann links und dann wieder zurück. So. Nur so bewegt er sich. Ich hoffe, dass er jetzt in die richtige Richtung schaukelt. Eins. Einfach nur gedrückt halten. Und wo gehst du denn hin? Junge, Kollege. Nein, 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 wo gehst du hin? Geht einfach einfach die Weichen stellen und fährt einfach wohin, wo er will, ne? Geile Logik, Spiel. Geile Logik. So, das wäre jetzt 3. So, dann müssen wir wieder mal einen neuen Pfad machen. Hier.
So. So, wir fahren jetzt mal zum zweiten hier. Hallo? Junge! Wo gehst denn hin? Wo gehst du hin? Wohin des Weges? Ja, die Steuerung ist echt mies. Das ist einer der dümmsten und miesesten Rätseln ever. Ach, komm. Warum geht er nicht da rundherum? Das ist doch... Das geht gerade Millimeter aus. Und das Spiel sagt, nö, es geht nicht aus. Ich mache jetzt keinen großen Bogen und fick auf deine Zeichnung. So, dann müssen wir jetzt schon bereits alles... Machen wir jetzt nicht mehr diese Zeichnungen, weil sonst fährt er auch noch drüber. So. So, mach jetzt meinen richtigen Bogen jetzt. Ich möchte es noch bis heute noch machen, aber dann den Boss werde ich im nächsten Part dann. Wo gehst du jetzt hin? Hallo. Das Spiel macht, was er will, ne? Es fährt nur den Plattform, wo ich will, wo er Bock hat. Das ist einer der nervigsten Dungeons, das ich jetzt spiele, wirklich. Aber da dachte ich schon, das Geisterschiff war nerviger. So. Jetzt fahre den richtigen Pfad. Ansonsten werde ich dann bald runterfliegen. In den Freitod. Ey. Hallo. Ja, hallo. Ey, das Spiel macht einfach so Bock. Er macht es nur, wenn es Bock hat. So, ich werde jetzt mal dorthin fahren. Jetzt habe ich keinen Bock. Behinderte Drecksmistlake. So. Mann. Jetzt macht es er, wenn er Bock hat, ne? Okay. Hast jetzt schon genug gefahren, jetzt kurz. Jetzt mal Stopp und Pause. So, wir fahren den richtigen Weg. Bitte. Da findet mir langsam bald die Zeit. Oben unten. So, den haben wir schon jetzt. Jetzt macht es, wenn es Bock hat. Wenn ich einen größeren Bogen mache, fährt er rundherum. Aber wenn ich nur einen ganz kurzen Bogen mache... Sagt das Spiel, nö, das ist zu weit oder zu nah. So, jetzt haben wir es. Gut. Das ist jetzt der nächste Halt, der Boss. Im nächsten Part, Leute. So. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt alle Truhen jetzt gesammelt, die jetzt möglich sind, hier zu finden. So. Jetzt mal schnell wieder zurück. Ja, der Rufzeug ist einfach kurz weg, aber ich glaube, die Sache wird ja eh nicht resettet, Gott sei Dank. So, wir werden jetzt noch schnell den Master Key nehmen. Und den werden wir dann bald nehmen, im nächsten Part. Also. Wir werden dann die Truhe öffnen im nächsten Part, Leute. Dann werden wir dann uns auf den Weg machen zum Boss.
Leider hat es sehr lange gedauert. Also deshalb, sorry. Im nächsten Part geht es dann weiter. Wir werden im nächsten Part dann schon den Boss betreten. Also bis zum nächsten Mal. Nochmal sehen, was für einen Boss wir dann antreten werden. Also, falls euch der Part gefallen hat, Like da lassen und abonnieren nicht zu vergessen, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, dann werden wir dann den Boss in Tempel des Mutes bezwingen. Mal sehen, was für ein Lichtgeist des Mutes wohl es sein soll. Haut rein, euer Red Book Nintendo. Ciao!